Hallöchen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir fahren morgen nach Norwegen mit zwei Kleinkindern in den Herbsturlaub. Und ich habe kein Video dazu gefunden, was man denn mit Kindern im Herbst in Norwegen einpacken soll. Dementsprechend dachte ich, okay, das müssen wir ändern. Hier habt ihr also ein Video zu unserem Kofferinhalt der Kinder. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir fahren tatsächlich mit der AIDA, ein Kreuzfahrtschiff, und machen dort eine Fjordtour. Ich glaube, das ist auch ganz interessant zu wissen, denn natürlich gibt es auch ein paar Dinge, die wir nicht eingepackt haben, einfach weil sie auf dem Kreuzfahrtschiff vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Das werde ich euch jetzt auch noch berichten, wie wir das so gemacht haben und was es dann am Ende da geworden ist und was nicht. Natürlich ist es in Norwegen recht kalt und wir werden natürlich auch sehr, sehr viel draußen sein. Dementsprechend habe ich mich jetzt einfach sehr auf warme Kleidung und vor allem einem Zwiebellook orientiert. Wir haben zwei Kinder. Hier hinten ist der Bereich meiner Größeren, die ist jetzt 4 und die Kleine ist 2. Wir haben natürlich viele Outdoor-Sachen mitgenommen. Also zum Beispiel Mütze, Schal, ganz wichtig. Dann habe ich für die Kinder auch jeweils ein Regenset mitgenommen aus einer gefütterten Regenjacke und einer gefütterten Regenhose. Das ist, glaube ich, echt wirklich ein Muss. Ich hatte jetzt überlegt, nehme ich das mit oder nehme ich unseren Softshell-Anzug mit. Beides wäre möglich gewesen. Hier hat mich das Gefütterte einfach überzeugt und auch, dass man die Jacke einzeln anziehen kann. Das haben also beide Mädels einmal dabei. Und außerdem habe ich mich dazu noch entschieden für einen Valk-Overall. Also habe ich für beide Mädels nochmal so einen Valk-Overall eingepackt. Valk ist ja aus Wolle und es ist einfach die Eigenschaft, dass man nicht drin schwitzt, sie aber unglaublich warm halten. Auch die sind von innen nochmal mit Jersey gefüttert, also auch richtig schön dick und die Kinder lieben das auch einfach. Darunter kann man wirklich all mögliche Sachen anziehen. Am besten auch nochmal eine Schicht Wolle. Das waren jetzt erstmal so die Outdoor-Sachen. Natürlich auch noch wichtig, Handschuhe, Mütze, Schal, wie gesagt. Auch gerne Mützen in mehreren Ausführungen, denn es regnet natürlich auch öfter mal. Und wenn dann die Sachen nass sind, ist es, glaube ich, auch ganz schön unangenehm. Deswegen habe ich für beide Kinder jeweils 2 Mützen dabei. Dann geht es erstmal so an die Kleidung für die Kinder selbst. Ich habe vor allem dicke Pullover mitgenommen. Wir sind 11 Tage vor Ort und ich habe jetzt 8 dicke Pullover eingepackt pro Kind und außerdem auch noch 2 Fleecejacken pro Kind. Fleece hat ja auch so den Ruf, dass es wirklich sehr, sehr warm hält und gerade unter zum Beispiel so einer gefütterten Regenjacke wirklich nochmal einiges ausmacht. Die sind bei uns im Kindergarten auch ständig im Einsatz. Genau, da habe ich für jedes Kind auch nochmal 2 mitgenommen, einfach weil man die mal schnell drüber ziehen kann, wenn man auch mal kurz auf dem Kreuzfahrtschiff mal kurz einfach aufs Deck gehen möchte oder halt eben, wenn man unterwegs ist und es ist doch echt kalt, dass man es unter die Regenjacke anziehen kann. Genau, also 8 dicke Pullover und 2 Fleecejacken. Ich habe aber auch noch dünne Pullover mitgenommen, einfach so Langarm-Shirts, weil man diese halt eben auch super unter dicken Pullovern tragen kann. Also zum Beispiel hier drunter ein Unterhemd, dann dieses Langarm-Shirt und dann so einen richtig dicken Pullover drüber. Und dann ist es auch nochmal deutlich wärmer für die Kinder. Deswegen habe ich da auch jeweils nochmal 4 Stück mitgenommen. Unterwäsche und sowas zeige ich jetzt natürlich nicht, aber das müsst ihr natürlich auch noch einpacken. Ich habe auch noch Strumpfhosen mitgenommen, pro Kind 4 Stück und natürlich auch 8 Paar dicke Socken. Da es auf dem Schiff natürlich aber auch um einiges wärmer sein kann als natürlich draußen, da herrschen ja ganz normale Raumtemperaturen, habe ich auch ein paar kurze Sachen mitgenommen. Es sind zum Beispiel 3 ganz einfache T-Shirts geworden und auch 2 Kleider. Ein etwas dickeres Kleid, was man auch super mit einer Strumpfhose draußen anziehen kann und einfach ein kurzes, wenn die Maus wirklich mal auf dem Schiff bisschen mit ihrem Lieblingskleid rumlaufen möchte. Das Gute ist halt auch, wenn ihr diese Fleecejacken dabei habt, die könnt ihr halt auch mal schnell über so ein Kleid rüberwerfen, wenn es doch mal ein bisschen kühler wird. Hosen habe ich auch echt gut darauf geachtet, dass sie wirklich bequem sind, damit man sie zum Beispiel auch hier unter dieser Regenhose tragen kann. Ganz wichtig. Deswegen habe ich viele Leggings mitgenommen und viele Jogginghosen. Jogginghosen natürlich, die trotzdem schön aussehen.
Oder hier zum Beispiel einfach eine Jeans, die wirklich sehr, sehr weich ist und auch locker sitzt. So enge Jeans, Röhrenjeans, das wird dann nichts. Zum Beispiel mit einer Strumpfhose drunter. Da habe ich halt wirklich darauf geachtet, dass die Jogginghosen oder die Jeanshosen wirklich schön sehr weit sind, damit da auch noch drunter eine Strumpfhose passt. Oder man könnte zum Beispiel auch einfach so eine dünne Leggings nehmen und da drüber dann auch noch so eine Jeanshose. Dann ist es auch noch mal ein bisschen wärmer. Dasselbe habe ich nämlich auch für mich selber eingepackt. Also dicke Hosen, Jeanshosen und Jogginghosen habe ich jetzt 6 mitgenommen. Und ich habe hier insgesamt 5 Leggings von so richtig dünnen, ganz normalen Leggings. Und außerdem habe ich dann noch für auf dem Schiff so eine kleine Shorts mitgenommen. Dasselbe natürlich auch immer bei unserer kleinsten Tochter. Ich zeige jetzt nur die Dinge für unsere große Tochter. Bei unserer kleinsten sind es genau dieselben Mengen, nur dass unsere Kleine halt noch Bodies trägt. Bei den Bodies habe ich auch geschaut, dass sie halt langärmlich sind. Ich habe aber auch 3 kurzärmelige mitgenommen. Genau dasselbe wie bei meiner Großen mit den T-Shirts, falls einfach doch mal auf dem Schiff ein bisschen wärmer wird. Aber hier, wie gesagt, auch echt viele Langarm-Bodies. Ganz wichtig, was ich auch noch gekauft habe, extra für den Urlaub, sind Wollbodies. Die sind aus 100% Merino-Wolle, super schön weich und die halten einfach unglaublich warm, weil sie einfach die Temperatur am Körper halten. Die Kinder können damit aber auch nicht schwitzen. Falls ihr also die Möglichkeit habt, schaut da einfach mal bei Vinted oder sowas. Ich habe die hier zum Beispiel bei Vinted gekauft, dass ihr da noch so ein paar Wollsachen holt. Ich habe jetzt für die Maus hier 2 Bodies. Meine Bestellung von Dilling kam leider nicht rechtzeitig an. Das ist sehr, sehr schade. Da habe ich nämlich auch noch ein Set für die große Maus bestellt, aus einer Leggings und einem Langarm-Shirt. Aber sei es drum, jetzt ist es so. Ich habe hier für die Maus, für die kleine Maus, nämlich auch noch eine Wollhose besorgt. Das ist halt auch echt super für unter den Walk overall. Also wenn sie denn dieses Wollset hier anzieht, dann ist sie einfach auch schon sehr, sehr gut ausgestattet, weil Wolle einfach wirklich eine tolle Eigenschaft hat. Auch bei der kleinsten habe ich natürlich darauf geachtet, dass die Hosen schön locker sind und schön bequem, dass da drunter einfach noch eine kleine Leggings passt oder eben eine Strumpfhose. Bei Strumpfhosen könnt ihr zum Beispiel auch auf Wolle zurückgreifen. Ich habe hier diese zum Beispiel von DM gekauft und die ist auch ebenfalls aus 100% Wolle. Aus Schurwolle, hält natürlich auch mega gut warm. Außerdem habe ich für jedes Kind noch einen langen Schlafanzug mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Nacht auf dem Schiff ist, wie das da mit den Temperaturen ist. Aber ich wollte auf jeden Fall dann für jeden nochmal einen dicken, schönen Schlafanzug dabei haben. Für unsere Kleinste habe ich jetzt noch 2 Overalls mitgenommen. Einen ganz normalen Sweat-Overall für abends mal schnell zum Drüberziehen, wenn man dann doch nochmal Hunger kriegt und mal schnell auf dem Schiff nochmal was snacken möchte. Und ich habe auch noch einen Merino-Overall, einen Einteiler geholt aus Merino-Wolle. Genau, dann den kann ich auch immer anziehen und darüber noch einen Pullover und dann ist hier wirklich top ausgestattet. Das war es jetzt an der Grundkleidung. Es ist wirklich viel, aber ich habe so ungefähr mit 8 Outfits gerechnet. Wir haben nämlich dort die Möglichkeit auch zu waschen. Also auf der AIDA ist es so, dass man dort eben einen Waschsaal hat und ich werde euch das natürlich auch in den kommenden Vlogs zeigen, wenn wir denn dort waschen, aber die Möglichkeit besteht. Aber es gibt tatsächlich auch sehr, sehr oft Tage, wo meine Kinder einfach dasselbe Outfit 2 oder sogar 3 Tage anziehen. Wenn es einfach nicht dreckig ist und immer noch frisch riecht, ist das für mich gar kein Problem. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, 8 Pullover, 8 Hosen, das passt. Passend zum Thema Wäsche habe ich hier so kleine Pröbchen von Perwolge bekommen. Und die nehme ich jetzt einfach mit für die Waschmaschine. Klar bekommt man dort auch Waschmittel, das muss man aber natürlich auch alles extra bezahlen, laut meinem Wissen jetzt. Deswegen habe ich einfach gedacht, okay, dann nehme ich jetzt einfach diese 2 Proben hier mit. Dann bin ich auf der sicheren Seite und kann die einfach direkt verwenden. Dachte ich, ob ich die mitnehme oder nicht, man kann es ja probieren. Außerdem habe ich dann noch Schwimmsachen. Natürlich gibt es auf der AIDA einen Pool. Für unsere Kleinste also einmal eine Schwimmwindel. Und für jedes Kind 3 Badeanzüge. Ich habe genau 3 Badeanzüge mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht sind wir einfach mal öfter an einem Tag im Pool. Und dann ist es ja doof, wenn man die nassen Sachen wieder anziehen muss. Deswegen jeweils 3 Badeanzüge. Und was wir auch neu bestellt haben, da sie aus dem letzten Urlaub leider nicht mehr passen bei unseren Mädels, sind neue Badeschuhe.
Die kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Die hatten wir bei unserem letzten Urlaub schon. Genau, wir haben uns hier einfach nur für zwei neue Designs entschieden und natürlich neue Größen. Jetzt wandern wir mal hier in diese Ecke. Jetzt geht es nämlich eigentlich nur noch um Kosmetik und natürlich auch die Reiseapotheke. Die Reiseapotheke ist eigentlich gleich wie in unserem letzten Video. Ich habe hier jetzt nur noch neue Pflaster hinzugefügt für die Kinder, falls wir auf unseren Wanderausflügen hinfallen, dass wir die dabei haben. Ich habe noch Hygienetücher geholt, falls man mal unterwegs schnell was abwischen möchte. Und natürlich auch Sonnencreme ist dabei. In der Reiseapotheke habe ich jetzt Herpespflaster. Ich habe Hustensaft, ich habe Desinfektionsmittel und Fiebersaft. Ich habe was gegen Durchfall, ich habe verschiedene Nasentropfen, ich habe Annika-Kügelchen gegen blaue Flecken. Ich habe was gegen Sodbrennen, ich habe eine Bepanthen-Salbe, ich habe was gegen Mückenstiche, ganz wichtig. Ich habe natürlich Paracetamol und Ibuprofen, auch ebenfalls ganz wichtig. Und natürlich auch noch Zäpfchen für unsere kleinste Maus. Aber ich denke, ihr habt eure Apotheke ja sowieso zu Hause und dann schaut ihr einfach, was kann man da gebrauchen und was nicht. In unserem letzten Urlaub brauchten wir tatsächlich nur einmal etwas gegen Durchfall. Unser Shampoo habe ich einfach in diese kleinen Flaschen umgefüllt. Die habe ich einfach bei uns in der Drogerie gekauft. Da hat der Papa jetzt seins, ich habe meins und die Kinder haben ihr Shampoo. Und so brauchen wir nicht die große Packung mitnehmen. Dann habe ich hier in dieser kleinen Tasche noch ganz wichtig eine Wind- und Wettercreme. Da habe ich mich für Maybelline entschieden. Die ist einfach die beste laut meinen Recherchen. Tatsächlich habe ich dazu auf Instagram euch einen Highlight-Ordner fertig gemacht, denn das Thema Wind- und Wettercreme ist ganz schön kompliziert. Das habe ich vorher auch nicht gedacht. Schaut einfach mal rein. Wir haben uns auf jeden Fall für diese entschieden. Wenn es einfach ein bisschen kälter wird, dann kann es sein, dass die Haut ganz schön austrocknet. Und außerdem habe ich hier noch ein Wunddesinfektionsmittel, auch immer ganz gut, wenn wir unterwegs sind. Und auch nochmal eine Sonnencreme mit 30 Lichtschutzfaktor. Das letzte, was wir dabei haben, ist so ein kleiner Beutel hier mit so ein bisschen Badesachen aus der Badewanne. Denn wir haben dort auch so einen kleinen Mini-Kinderpool auf der Aida. Und ich dachte, wenn die da mit so ein paar kleinen Schiffchen rumschippern oder sowas, oder hier zum Beispiel mit so einer kleinen Schaufel, da sind so kleine Löcher drin, dann können die halt so ein bisschen damit spielen. Fand ich ganz cool. Und außerdem ist der Beutel auch gar nicht so schlecht, wenn man dann mal unterwegs ist. Da habe ich das jetzt auch noch mit eingepackt. Thema Schwimmflügel, Schwimmhilfe, das könnt ihr auf der AIDA einfach zu Hause lassen, denn auf AIDA gibt es für jede Größe Schwimmflügel und auch Westen. Außerdem könnt ihr die Kinderbademäntel zu Hause lassen, denn auch die gibt es in Größe 92, 116 und 140 auf der AIDA zum Ausleihen. Das passt bei uns jetzt perfekt, die kleine trägt gerade 86, die große trägt gerade 110. Guckt da einfach nach den Größen, ob es bei euch passt, aber diese gibt es auf jeden Fall auch auf der AIDA. Das spart uns wirklich auch eine Menge Platz im Koffer. Wir haben zu diesen Klamotten und sowas natürlich jetzt auch noch unseren Kinderwagen dabei. Da haben wir einfach so einen kleinen Reisebuggy, sehr praktisch. Und unsere Kraxe, falls wir wirklich wandern wollen. Natürlich haben wir auch noch Gummistiefel und normales festes Schuhwerk dabei. Aber ich denke, das gehört auf jeden Fall dazu. Ihr müsst halt schauen, was braucht ihr für euch, wenn ihr wandern geht mit Kindern oder was plant ihr tatsächlich in Norwegen. Je nachdem könnt ihr halt eben einpacken. Und das war es jetzt tatsächlich auch schon. Das war unser Kofferinhalt von unseren zwei Mädels. Bei mir als Mama sieht es ganz ähnlich aus. Auch ich habe den Zwiebellook verwendet und viele Langarmshirts, dicke Pullover und auch Tops dabei. Aber da müsst ihr einfach mal schauen, wie das bei euch ist. Ganz wichtig eben, dass man eine gute Jacke hat. Und ich werde mir morgen auf jeden Fall noch ganz knapp 2 Stunden vor Urlaub noch eine Regenhose kaufen. Ja, das ist für mich einfach, glaube ich, noch am besten. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Dort werde ich euch natürlich durch den Urlaub mitnehmen, genauso wie hier. Da kommen auch ganz, ganz viele Vlogs. Folgt uns also sehr gerne, um nichts mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder.